Ein Gestell voll Hobel, eine Hobelbank, eine Bandsage, Bretter, Eisenbänder, Fässer. Wir stehen in der Werkstatt vom Küfermeister Berli. Es schmeckt nach Eichenholz und aus lauter Eichenholzbretter, die 3 bis 4 cm dick sind, schneidet der Meister Berli Leisten aus. 82 cm lang und 8 cm breit. Diese Holzleisten sagt man Fasstaugen und daraus gibt es ein Fass, das 200 Liter Most oder Wiedering Platz hat. Solche Fässer braucht die Bauern dort, wo es Reben und Obstbäume hat. Im Wieland, am Zürichsee und im Oberland. Früher hatte der Meister Berli keine Bandsage gehabt, da hat alle Fasstaugen müssen von Hand aussagen. Mit dem Bierli nimmt er dann jeder Fasstaugen den Bauch raus. Wir würden sagen, er macht sie dünner, aber nur in der Mitte. Die beiden Enden behalten ihre ursprüngliche Dicke. Mit einem Rundhobel wird die Aushöhlung nach ausgeblättert. Auf dem Viertblock wird dann die Kante weggekoppelt und der Bauchstift gegeben. Die Fasstaugen ist jetzt in der Mitte breiter als an den beiden Enden. Und die Kanten stehen jetzt genau im rechten Winkel zu der äußeren Wölbung. Das muss ganz genau stimmen. Diese Präzision lehrt man nur bei einem strengen Lehrmeister, der durch die ganzen 3 Jahre von einer Lehre in einem Stift genau auf die Finger schaut. So wie der da, wo der Meister Berli vor 50 Jahren die Lehre bei ihm gemacht hat. Um eine einzige Fasstauge zu machen, braucht ein guter Küfer 15 Minuten. Für alle 26 Taugen also 6,5 Stunden. Ein rechtes Stück Arbeit, aber natürlich noch kein Fass. Das muss zuerst aufgesetzt werden, Tauge für Tauge. Die ganz gewackelte Sache wird von einem Eisenreif zusammengehebt, man sagt ihm, der Kopf reift. Zweiter Reif, der Halsreif und dann noch ein dritter, der Bauchreif. Auch die beiden aus gewöhnlichem Band gekämmert und vernietet. Ganz dann am Ganzen schon ein bisschen mehr Halt. Auch die beiden werden mit Hammer und Setzhammer antrieben. Das hat auf einer Seite bereits die fertig konische Form, auf der anderen Seite stehen die Taugen noch voneinander. Man muss sie zuerst bügen.
Das macht der Küfer mit viel Wasser und mit Feuer und mit einem Fasszug. Ganz langsam und säuberlich. Nach etwa einer Stunde zusammenziehen, wässern, führen und Reifen antreiben, sieht das Fass schon etwas im Gleich. Keine einzige Tauge ist gerissen oder obeinander gebrochen. Was jetzt noch kommt, ist viel Klein- und Präzisionsarbeit. Ein Küfer braucht Hebel von allen Sorten. Da der Aushebel. Und da der Gargelhebel. Der grabt eine Hut aus, wo nachher die Fassböden eingepasst werden. Der Boden muss nachher die genau richtige Größe haben. Mit diesen Zapfen werden die einzelnen Bretter zusammengesetzt. Zwischen jedes Brett kommt eine Lage trockene Schilfblätter. Ohne die Abdichtung würden die Böden rinnen wie ein Sieb. Da könnte man jetzt die Frage stellen, warum verheben dann Fasstugen ohne solche Schilfabdichtungen? Die sind doch einfach aneinander angestellt worden. Die Lösung von dieser Denksportaufgabe verraten wir später.
Mit dem Spunten wird das Spundloch zugemacht und mit dem Hahn das Zapfenloch. Jetzt ist das Fass fertig und zu. Oder rönt da doch noch eins? Ja, das ist gar nicht möglich. Sobald der Wein in den Fässern ist, bleiben die Fasstauben feucht, schwellen auf und werden von der Reife so fest zusammengehebt, dass niemand mehr ein Spältchen bleibt, wo etwas rausrönnen könnte. Sonnige Weinkeller, wie wir vorhin einen gesehen haben, gibt es nicht mehr viel bei uns. Der Meister Bärli kann nicht mehr leben von diesen wenigen Fässern, die es noch braucht. Aber die Arbeit geht ihm wegen dem nicht aus. Auch wenn man solche Tausend heute nur noch selten mit Traubenbeeren füllt, sie einfach fortrühren, wäre doch schade. Bis so ein Museumsstück wieder ganz ist, steckt doch recht viel Können und Fingerspitzengefühl dahinter. Und dann braucht es noch viel Erfahrung und Freude an etwas, wo keine Maschine machen kann und auch kein Warenhaus verkauft.
52 Kilo, die Abfahrer aus, die Stelle gewachsen. Aber die haben 49 gestern gerade mehr Abfahrer. Aber 40 Stelle ganz geschieht. Haben sie 41 und 43. 48. 48, das ist gewachsen. 49 ist noch so gekommen, 80 ist gewachsen. Das haben wir auch wieder geständig gehabt. Und mit, die sind mal 81 weg. Und die Alkohol gespürt hat.